Manuel Cortez und Miyabi feiern Weihnachten seit 10 Jahren getrennt. Verrückte Weihnachten bei Manuel Cortez und seiner Liebsten Miyabi. Die feiern das Fest der Liebe tatsächlich über 2000 Kilometer voneinander entfernt. Und das macht das Paar nun schon seit einer halben Ewigkeit so. Also bei uns ist es ja auch so, dass wir Weihnachten auch bis auf einmal in den 10 Jahren immer getrennt voneinander gefeiert haben. Weil ich fliege traditionell jedes Jahr nach Portugal zu meiner Familie. Mia feiert natürlich in Berlin mit ihrer Familie. Weihnachten international also. Sonst läuft bei den beiden aber alles recht traditionell ab. Da gibt es natürlich alles. Weihnachtsbaum, Geschenke, das volle Programm. Weihnachtsbaum schmücken, Pute machen, Plätzchen backen. Es ist dann getrennt voneinander, aber es kommt passiert. Trotz der räumlichen Trennung soll der angenehme Nebeneffekt der Feiertage natürlich nicht zu kurz kommen. Eine Bescherung gibt's für das Pärchen nämlich trotzdem. Natürlich, ich fliege immer mit einem Koffer voll Geschenke nach Portugal. Und sie bringt natürlich ihre dann rüber zu ihren Eltern und dann ruft man sich gegenseitig an. Und ja, ich habe deine Geschenke schon aufgemacht, ich habe deine aufgemacht. Ja, sehr schön. Wie süß. Und spätestens zum Jahreswechsel haben sich Manuel und Miyabi dann auch endlich wieder. Es ist manchmal so, dass ich zurückkomme vor Silvester, sie nach Portugal kommen, wir da feiern. Na also, wenigstens einen Neujahrskuss können sich die beiden Turteltauben geben. Und vielleicht landet ja dann doch noch der eine Ring an Miyabis Finger.